Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Champions of Regnum. Wir sind hier gerade am Ausschau halten nach Feinden. Die Egen haben jetzt die Edelsteine. Okay. Und, ja, ich bin jetzt vorher ein paar Eisen gefolgt, aber die haben, ja, was haben sie gemacht? Herumgestanden immer wieder hier im Kaut. Da ist zum Beispiel einer von den Indra, heißt der Clan. Okay. Und ja, nicht so aktiv, deshalb bin ich jetzt auch gerade nicht so denen nachgegangen, weil ich ja auch die Aufnahme starten musste. Ich muss ja immer noch das Spiel wechseln und so weiter, weil das Regnum ja nicht im Spielmodus geht, sondern im Fenstermodus. Und jetzt schauen wir einfach immer wieder, ob wir irgendwelche Eisen finden, weil die die hoffentlich auch ein bisschen Krieg machen. Aber wir können ja eher die Syrtis finden, deshalb müssen wir hier immer wieder ein bisschen Ausschau halten. Syrtis hat das Shanarit Castle eingenommen. Okay, die sind dort ungefähr. Es ist kein Spieler im Eisenreich. Wir haben zwar noch einen Edelstein, aber ja. Ich wollte ja eigentlich eher denen folgen, damit wir überhaupt Spieler finden. Also eine Gruppe haben, der Kampf macht. Ich glaube, die machen jetzt momentan keine Warzone-Krieg. Was ist zur Zeit? Es ist, glaube ich, ungefähr so 11, 12 Uhr. Also ich bin heute einfach ein bisschen früh dran mit einer Aufnahme. Aber das heißt, ich mache eine zweite Aufnahme heute. Und das am Abend, oder? Oder ein Livestream vielleicht schon sogar. Und deshalb, ja, bin ich jetzt auch ein bisschen früher dran. Es ist echt nichts los. Regnum ist einfach so richtig ausgestorben seit dem Event. Im Event, ja, war cool. Waren viele Spiele online und so weiter. Aber ja, es ist echt schlimm. Also zurückgegangen. Man kann leider nicht so viel machen. Oh, jetzt habe ich mich wieder sichtbar gemacht. Das muss ich wieder ein bisschen erinnern. Ja, man darf gar keine Fähigkeiten einsetzen. Und auf eigentlich nur den Tarn, also Feinde aufspüren einsetzen, sonst darf man, glaube ich, gar nichts einsetzen. Okay, aber der Turm. Der Turm ist ja den Süden. Okay. Wie maß ist es den Alsen? Der andere Turm auch, aber diesmal ist es von den Süden geblieben. Weil mein Reich ja eines dieser drei Inseln hat, sozusagen, oder? Ja, sozusagen. Von Flüssen getrennte Inseln nur. Ja, jetzt müssen wir eine halbe Abklingzeit noch warten. 45 Sekunden. Ein Krieger ist M. Auf einem Meter. Aber in welche Richtung? Ah, Weg nach Osten. Okay, im Osten. Im Osten? Also hier ungefähr 200 Meter. Ich weiß nicht genau, wie viel Meter das ungefähr ist auf der Map. Aber ich habe jetzt mal das Gefühl, ich gehe mal hier hinter dem Berg. Ja, hier habe ich das letztens mal gelevelt, ob hier Leveler sind. Ich kille keine Leveler. Also, ich möchte es eigentlich nicht. Aber eventuell muss ich ein paar Leveler, die leicht oder sehr leicht sind, killen. Damit ich überhaupt noch ein bisschen leveln kann. Wenn es keine Krieger sind. Wenn keine Warzone-Mitmenschen sind, die mir helfen, ein paar XP zu holen. Muss ich eventuell auch Leveler killen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass heutzutage mehr Leveler killen, weil sie einfach Langeweile haben, als wenn sie es wirklich brauchen. Oder die holen ja die XP dann einfach bei den Leveler, weil sie zu schwach sind in der Börse. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass es momentan echt ein bisschen nervig ist. Das Regnum sehr nervig ist für jeden, für jede Charakterklasse, für jeden Spieler. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich Parts mache. Aber eventuell mache ich heute sogar nochmals zwei Parts, aber nur weil ich Bock habe auf den Jäger. Weil ich muss auch Motivation haben und ihr dürft mir gerne ein bisschen Motivation schenken. Ihr wisst, was ihr machen solltet oder dürft bei mir. Und hier habe ich bei den alten Bären mal gelevelt. Bei den Gravies mit dem Barbar. Niemand kam?
Kein syrte levelt er hier. Ich weiß nicht, wo die leveln. Die leveln wahrscheinlich auf der anderen Seite Richtung Eferias mehr. Ja, aber man sieht auch sehr viel, hä? Die Grafik ist einfach manchmal so ein bisschen zu shaderhaft. Also wenn man in die Sonne schaut, dann hat man immer so Lensflare-Effekte und so, die gar nicht gut sind. Also ich weiß nicht, wieso sie so stolz gewesen sind und diese Lensflares so mega reingebracht haben. Das stört eher. Ich weiß auch nicht, wie man die richtig wegmachen kann. In Optionen oder so. Aber mich stört es manchmal, dass es so extrem blendet und in der Nacht so mega dunkel ist. Es ist eben so eine Art ESB-Shader drauf. Und das haben sie eben echt nicht gut gemacht. Dafür ist die Grafik manchmal auch richtig schön. Also ja, Wasser kann man jetzt auch nicht so sagen, aber das Wasser finde ich so ein bisschen funkelnd auch recht schön. Aber ein bisschen zu wild, oder? Merkt ihr das? Sieht aus, als würde da irgendwie ein Sturm drüber fegen und alles so wackeln lassen. So, die Erkundung mit dem Jäger hier beim Wall von Syrtis. Das ist interessant. Aber hier ist kein Schwein. Echt kein Schwein. Nur so ein fetten Jäger. Ja. So richtig schweizerdeutsch. Jäger. Ist der Jäger? Ja. Komm, wir machen eine Invasion. Kann man irgendwie auf den Wall glitschen? Ich möchte einfach invasieren. Einfach ein bisschen umgucken im Südenreich. Ja. Aber es gab doch mal in den Wall rein glitschen, indem man hier ein bisschen seitwärts hochsprang. Aber ich möchte euch jetzt nicht diese tollen OP-Bugs zeigen, gell? Ja. Ich mach's nicht. Mal schauen, ob hier hinter dem Wall irgendwo einer ist. Nach Osten. Kein Bogenschütz ist hier, also dann machen wir mal kurz. Ja, ja. Ihr merkt es vielleicht, ich bin völlig sinnlos für das Spiel, also für die anderen Leute. Aber ich möchte gerne etwas erleben. Ein bisschen gucken, ein bisschen spionieren. Ja. Und wenn es euch Spaß macht, dann mache ich das öfters. Aber ich mache den Sünden nichts Böses. Die Sünden sind sowieso overpowered. Also wenn ihr mal gekillt werdet von mir, dann ist es totales Pech. Ja, wieder mal eine andere Aufnahme als immer leveln. Hä, der ist weg oder ist der? Nein, ist 315 Meter. Da geht noch einige Zeit, bis ich denn zu dem komme. Vielleicht ist jemand hier am Leveln. Oder er ist ein bisschen schräg am Ball, also hinter dem Ball. Aber hier sollte ich mich wieder sichtbar machen. Also es geht so langsam wieder in die Sichtbarkeit. Sonst werde ich dann überrascht, wenn jemand kommt. Da ist einer. Das ist ein Einwohner, stimmt. Aber wieso ist der hinter dem Baum? Der ist doch sonst manchmal dort beim Lager. Dort vorne. Ah, der ist, glaube ich, immer da. Mega witzig irgendwie. Plötzlich werde ich irgendwo überrascht, aber gut. Oh, jetzt werde ich langsam unsichtbar. Ist da auch ein. Kann man hier irgendwie sich verstecken? Ich glaube, ich werde überrascht. Jetzt müsste ich dann gucken, wie ich überrascht bin. Ah, genau. Der Drago, der tut blöde Bugs ausnutzen. Sofort bann. Ich bin aber noch sichtbar, also bitte. Ich nutze nicht Bug-Using. Nur nicht Angst haben, gell? Der Drago, der ist wirklich nicht so Spielfehler ausnutzend. Stimmt doch. Nein, sicher. Also gut, machen wir lieber weiter. Ja, jetzt sind die XP-Boosts weg. Nee, Gold und XP-Boost. Aber ja. Ich finde es einfach lustig, wie die Regnum völlig verlassen ist wieder. Man kann alles machen, man kann plötzlich überall ein bisschen herumspionieren. Nordwest. Also der ist eher da am Leveln gewesen, hä? Oder sonst irgendwas machen. Ich könnte mich jetzt auch umbringen lassen, weil zurücklaufen möchte ich nicht mehr. Ich bin zu faul. Der Drago, er ist so faul, er kommt ja nie mehr vorwärts im Spiel. Ja, ist wirklich nicht mein Spiel, so von der Geschwindigkeit her.
Bis ich endlich mal Level 60 bin mit dem Barbar, wird wahrscheinlich noch ein Monat gehen. Und auch länger. Weil ich jetzt eventuell halt den Jäger hochlevele mit Warzone kämpfen. Oder den Beshi hochlevele. Und der Beshi möchte ich eigentlich noch bei den Trollen lassen, weil der noch ein bisschen Eisen und Ikuri-Holzstämme farmen kann. Aber trotzdem, ich finde irgendwie mit dem Schamanen, also mit dem Beschwörer, kann ich viel besser leveln. Und deshalb auch bessere Items bekommen und eventuell auch besser in der Warzone etwas helfen oder so. Ja. Ich bin ein bisschen faul gerade zu Fuß zu gehen. Ich habe trotzdem noch ein paar Leute. Dieser Busch ist groß genug zum Tarnen. Keine Spuren, okay. Was ist denn das für ein Teller? Ah, das sind Fackeln, also Ding, Leuchtfeuer. Okay. Was sollen wir tun, liebe Zuschauer? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gern sehen möchtet. Ich kann halt nicht so was und zeigen, weil momentan alles leer ist. Aber mit dem Jäger habe ich doch schon viel gezeigt. Schaut euch die alten Parts an. Gibt's schon viel zu sehen. Ich höre lieber auf. Evandim, wann bist du das nächste Mal da? Ich guck gleich mal nach. Jetzt werde ich sicher überrascht. So, AFK-Kills ist natürlich immer das, was die Süden am besten können. Bosse. Evandim, du bist am 7.3., also heute 20.23 Uhr da. Okay. Bleibt 8 Stunden 57 Minuten. 20.23 Uhr werden wir mal hier wahrscheinlich ein bisschen sneaken. Da treffen sich ja auch die Alsen und die Iggen immer wieder. Und ja, also plane ich mal dann ein Video. Okay? Also ein Video, das kommt später, aber eine Aufnahme plane ich dann. Und wenn ihr öfters eben so Sachen sehen wollt, und mir auch ein paar Informationen geben könnt. Ich schaue jetzt nicht immer nach, wenn der Evandim oder der Denra oder der Torkul da ist. Dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr Leute für die Instanzen sucht, ich kann mit dem Barbar kommen. Der ist ja schon Level 55. Jo. Dann habt ihr auch einen Damage-Dealer noch. Extra. Oder den Beschwörer, wenn ich dann soweit bin mit dem Beschwörer. Hab gut. So, wir müssen leider jetzt ungefähr hier wieder zu Fuß gehen, weil ich mich nicht so sicher bin wegen den zwei anderen Reichen. Aber ich gehe jetzt zuerst einmal hier hin. Tarne mich zuerst. Keine Sprung. Okay. Dieser Turm, der sieht so richtig, weiß nicht, gemütlich aus. Also wenn ihr jetzt näher rankommt, sieht er ja so richtig Dark Elf, also Dunkelelfenartig aus, also so richtig böse. Den haben sie jetzt nicht so Igenreich ähnlich gemacht. Also ja, es gibt ja die zwei Städte, Medenet und dieses Dorf, glaube ich, ja. Ja, der Altaruk ist auch noch ein bisschen schwarz, aber vor allem Medenet ist richtig schwarz mit der Kathedrale. Sieht schon recht böse aus. Ah ja, genau, Shannari Castle ist das, was ich meinte. Sieht richtig böse aus. Aber das passt irgendwie überhaupt nicht zu den Jaigen. Eigentlich nur zu den Dunkelelfen, nicht mal zu den Dunkelelfen. Die hätten lieber so violette Gebäude bekommen. Aber da muss mal wieder ein bisschen überarbeitet werden. Ein Magier ist hier. Okay. Schade, dass ich jetzt gerade wieder sichtbar werde. Aber eventuell findet der Magier mich nicht. Okay, die sind verwundbar. Auf
Okay, jetzt werde ich wieder sichtbar. Ich hab's geschafft. Okay. Ja, ja. Schauen wir mal noch mal kurz. Das ist nämlich die Reichweite vom Pfeil, von Schüssen weg. Also außer der Reichweite. Jetzt ist keiner mehr, also der ist wahrscheinlich nach Norden gegangen. Ja. Okay. Ich denke, wir können wieder auf den Helion. Ich hätte los, den Helion Hashtag No Narzissm zu nennen. Weil ich habe jetzt öfters auch wieder gesehen, dass die Leute einfach irgendwas reflektieren. Also sagen, ja, spiel jetzt mal besser. Dabei spielen die, die das sagen, schlecht. Und das ist einfach dieses Typische, was eigentlich die Leute plagt, dass sie weiterspielen Regnum. Es ist eine allgemeine Sucht, dass Leute in Regnum andere Spiele zum Weiterspielen abhalten. Leute, das ist ein Spiel, wo einfach Leute braucht. Seid doch bitte nett zu den anderen Leuten. Es kann doch nicht sein, dass wir so viele Spiele verlieren. Es ist klar, es liegt am Entwickler, wie viele Spieler eigentlich wirklich Bock haben. Aber zeigt doch den Entwicklern, ihr habt wirklich Bock und lasst euch nicht das Spiel kaputt machen. Es ist wichtig. Ich bin halt einfach noch ein Ehrentyp, einer, der auf Spiele achtet, dass sie gut sind. Aber ich habe die Ahnung, also der Verdacht, dass ihr es nicht wollt mehr. Weil ihr einfach zu faul geworden seid durch Regnum. Spielt einfach andere Spiele, die euch immer wieder ein bisschen motivieren, weiterhin Regnum zu spielen. Immer abwechselnd. Ihr müsst gar nicht gut sein. Ihr müsst gar nicht so viel suchten. Aber durch diese Sucht habe ich so das Gefühl, ihr seid einfach zu gelangweilt. Also macht das am besten nicht mehr. Und helft uns wirklich. Durch mich habt ihr auch Reichweite. Also ihr könnt auch mit mir spielen, gut spielen. Dann sehen es die Leute von den Entwicklern und die Spanier, also Argentinier und Venezuelaner und Chilenen und Mexikaner. Die sehen das auch. Dass man dann, wir können dann so wie ein Ding machen. Eine Motivation für andere Spieler. Ist doch viel besser. Also jetzt habe ich recht viele Kollegen eigentlich wieder. Also zum Beispiel Guldo und so redet wieder mit mir und so. Und der Trapi, der war mal mein Feind. Der Boing, Booms, hat der Booms. Er war mal mein Feind. Und das zeigt einfach, wie er auch wieder... Nee, lass es. Ich mache hier nichts, okay? Nee. Ich gehe jetzt wieder runter. Ich habe keinen Bock, dass du mich jetzt... Nee, du tust mich jetzt nicht. Er wartet, bis ich gestunt werde vom Turm und greift mich an. Okay. Wisst ihr, was ich verarsche ihn? Ich gehe jetzt hier hin. Und dann meinte er nämlich, ich gehe jetzt runter, aber ich gehe jetzt hoch. Ach komm. Das ist immer so. Die Feinde verarschen uns immer. Und ihr müsst gegen verarschen. Das heißt, ihr tut nicht das, was der Feind eigentlich zeigt. Also wenn der Feind zeigt, er verfolgt dich, dann schau, dass du am Ort bleibst und nicht abhaust. Das ist das Wichtigste. Dadurch könnt ihr eigentlich sehr gut eure Tote vermeiden, die ihr überraschenderweise bekommt. Also wenn ein Feind aggressiv gegen euch ist und ihr habt nicht so eine Chance, schaut, dass ihr einfach bei ihm bleibt, in Stunt und bei starken Stunts, also bei langen Stunts und so, dann abhaut. Also es geht halt meistens nicht. Unterlegen ist einfach unterlegen. Aber dass ihr einfach nicht abhaut, weil die Barbaren immer schneller sind. Die Barbaren sind immer die schnellsten, müsst ihr bedenken. Und ja, die Schützen oder Jäger haben auch eine Schnelligkeit. Ding, also dieses Beweglichkeit ist immerhin plus 6. Aber Barbaren haben meistens Geschwindigkeitsboots an und Jäger. Und deshalb habt ihr keine Chance. Wenn ihr flieht, seid ihr tot. Wenn ihr gegen sie kämpft, könnt ihr noch überleben.
das ist eigentlich so ziemlich das, was ich jetzt gelernt habe in letzter Zeit, weil ich natürlich schon nie so richtig war, so und Kämpfe gemacht habe, das gar nicht so erinnert habe und gelernt habe, dass ich das jetzt einfach lerne, weil ich auch öfters auch mutiger werde. Ich bin viel mutiger geworden. Und das zeigt natürlich auch, dass ich auch wieder mehr Lust habe. So, leider mache ich jetzt einfach nicht so einen langen Part, weil heute sowieso eventuell zwei gibt oder morgen zwei gibt. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, die Weltreise. Ja, es war schon ein bisschen eine Weltreise. Es war nur die Hälfte der Map, aber ja, es gibt kaum Spiele. Jetzt haben wir zwei Spiele gefunden. Eine da beim Trelleborg Fort und eine beim ja, Turm hier, beim Mini-Turm. Aber zwei Spieler getroffen. Es ist einfach nichts los. Da ist noch Schlitzohr. Die Deutschen sind eher am Morgen und am Mittag und dann nicht mehr am Abend. Also, kann ich nicht sagen. Aber ich hätte gerne ein paar Informationen, was momentan so ist, das mit dem Ding. Ja, die kennen sehr viel, also die Profispieler da. Von der Taverne, die kennen sehr viele Menschen. Also Spieler, was die so ticken und so, hätte ich gerne ein bisschen erzählt für euch und für mich. Also, ja, dass ich es auch weiß. Aber ich kann so nicht leveln, oder? Ich weiß nicht, wie ich jetzt genau skillen soll, den Jäger. Ob ich jetzt wirklich nur auf das Pet gehen soll und Minions erledigen soll. Oder, ja, der Bogen ist einfach zu stark. Die Minions können nicht tanken. Und deshalb suche ich jetzt gerade irgendwie Motivation, den Jäger einfach in der Warzone zu leveln. Aber es geht halt nicht so gut, weil es keine Spiele gibt. Ja, ich hätte jetzt noch, wo wir hier hingegangen sind, also hier gekommen sind, nach oben gegangen sind, hier rechts gehen sollen. Hier wäre sicher was los gewesen. Oder hier eben, weil jetzt gerade Invasion ist. Aber, ja, das ist natürlich auch jetzt nicht gerade so dass das, was ich möchte. Ja, ich werde auf jeden Fall mehr Jäger. Oh, Ivana, bitte. Geh weg, du bist narzisstisch. Nein, tut mir leid, aber das war schon nicht so schön wie mit dir. Ah, der ist sofort wieder weggegangen. Kein Bock mehr gehabt. Nee, es ist einfach witzig. Es ist nicht, ich will euch nicht runtermachen, liebe Existenzmitglieder, aber. Ja, ihr habt es jetzt eigentlich selber, ihr wart selber schuld, dass ihr so offensichtlich wart und wollt, dass ich im Video etwas zeige. Sonst hätte ich das gar nicht gebracht. Aber ihr habt wirklich peinlich gemacht, nachdem ihr mich entlassen habt bei Existenz. Ja, es tut mir leid, aber eben, ich bin nicht so einer, ich mag solche Sachen nicht. Ah, der hat wahrscheinlich kurz einen Relog gemacht. Keine Ahnung. Ja, viel Spaß, Hibana, und euch auch viel Spaß. Genießt das Leben. Und heute Abend kommt der nächste Part. Tschüss.